Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero im DLC. Ich habe leider mit meinem Sound ein bisschen verkackt. Ich habe das Ganze jetzt irgendwie noch hingedeichselt. Ich hoffe, das ist okay. Ich höre mich also ein bisschen stumpf an. Und wir gehen jetzt endlich wieder in eine neue Folge. Viel Spaß! So Leute, ich bin wieder da. So, wir waren hier stehen geblieben, als wir diesen Roboter da angreifen wollten, von hier oben aus, um unser Glück zu versuchen. Ich weiß aber nicht, ob wir das hinkriegen, aber wir probieren es einfach mal. Ich meine, ich bin ein bisschen außer Übung. Ne? Mal gucken, ob ich noch gut zielen kann bei diesem Auto-Aim. Und ansonsten, lasst uns das hier durchziehen. Ich möchte jetzt wieder ganz normal Folgen bringen. Das wird für mich schwer fallen, weil ich auch jetzt momentan mehr arbeite, aufgrund der Corona-Krise. Aber ich möchte auch irgendwo ein bisschen mehr Content bringen, weil ich weiß, dass viele zu Hause bleiben. Also ich versuche mich da durchzubeißen für euch. Und wir gucken mal, dass wir das zusammen hinkriegen. Zudem kommt ja demnächst in knapp 10 Tagen Final Fantasy VII raus und das muss ich. Ich habe gar keine Wahl. Das muss ich machen. So. Spezial-MP. 50%ige Chance. Na ja, gut. So, Treffer. Oh, 100%ige Trefferwahrscheinlichkeit. Okay, der ist schon mal nicht ausgeschaltet. Er ist immer noch nicht ausgeschaltet. Mach mal einen Crit. Danke. Ja, das hat ja mal funktioniert. Alles klar. Okay. Dann springen wir jetzt hier mal runter. Das ist der, der uns letztens erwischt hat. Leute. Hallo? Wollt ihr nicht zu mir kommen? Ich weiß nicht mehr, welcher Knopf das war. Oh, okay. Wer wird schon zu mir kommen? Ich vertraue darauf, dass er zu mir kommt. Oder er bleibt vielleicht da für immer. Junge? Ach, guck mal, da geht's hoch. Okay, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir sie alle hier. So, gibt's hier noch irgendwas? Hier hat doch was geleuchtet. Nice. So, da oben sehe ich auf jeden Fall noch was leuchten. Oh. Und eventuell kann ich mich da oben auch um die kümmern. Das Problem ist nur, mit denen muss ich kämpfen. Und das sind viele. Eins, zwei, drei, vier, fünf auf einen Haufen. Das wird ein größerer Kampf. Aber ich habe gesehen, dass es hier auch noch hochgeht. Es wird mir höchstwahrscheinlich keine Wahl bleiben, als eine Granate zu werfen. Die Frage ist nur, wird das hier der beste Ort sein zum Kämpfen? Es gibt immer Vor- und Nachteile. Und zwar, wenn ich sie jetzt alle verteile, dann habe ich den Nachteil, dass ich sie natürlich nicht retten kann. Im besten Fall muss ich sie ja nicht retten, aber höchstwahrscheinlich muss ich das bei 5 Leuten. Ist das was zum Einsammeln? Nein. Polyspot Commander. Vollstrecker. Gehen wir erstmal hier hoch. Oh, nein. Das wollte ich nicht. Man kann sich hier auch nicht verstecken. Ich könnte jetzt hier runterspringen oder einen auf Rambo machen, aber das hilft uns nicht weiter. Ansonsten, ja, eigentlich ein guter Ort. Aber ich kann sie halt nicht angreifen. Außer von hier. Ich mich hier verstecke, ne? Nur der eine. Ah, hier kann sich auch noch einer verstecken. Okay, und du gehst erstmal ganz woanders hin. Zwar mit dir gehen wir zurück, wo wir gerade waren. Ich glaube, das ist ein guter Ort für einen anderen Angriff. Oh, guck mal, die Tür ist zu. Hat keiner gehört? Komme ich hier durch? Alles klar. Okay, dann gehen wir hier hoch und dann gucken wir mal, dass wir sie überraschen von zwei Seiten.
Am besten du machst erstmal nur Sneaky-Angriffe. Ah, die können ja auch hochspringen und alles, ne? Okay, das dürfte interessant werden. Gespeichert haben wir. So. Ich kann nur einen ausschalten. Oder ich werfe eine Granate. Wer von euch hat diese dämliche EMP? Da. Alles klar. Gut, die zwei könnten wir schon mal ausschalten. Der. F Oh, es sind so viele, ey. Warum sind das so viele? Vielleicht hätte ich versuchen können, sie alle einzeln auszuschalten, ne? Okay, Moment. Ich habe einen Plan. Vielleicht funktioniert das ja. Vielleicht funktioniert das ja. Und zwar, indem ich versuche, einen zu betäuben, der ein bisschen weiter weg ist. Und zwar der hinten rechts. Der ist ja ein bisschen weiter weg. Und eventuell können wir den ausschalten, ohne dass es jemand mitbekommt. Ach, guck mal, der bewegt sich sogar. Wobei ich sollte ja die drei. Achso, das war Gras. Der Polispot da hinten. Ich glaube, der ist besser. Oh, ich habe ignorieren gedrückt. Ich Depp. Okay, der Polispot da hinten mit 30 Leben. Den kann ich eventuell ausschalten, ohne ihn zu schocken und trotzdem ihn zu töten. Das wird unser kleines Versuchskaninchen. So. Da, den. Oh, ich habe ihn geEMP'd. Außer Reichweite. Ja, damit natürlich nicht. Aber gut, gar kein Problem. Mit dem machen wir einfach Overwatch. Der ist ja eh EMP, ne? Deswegen gar kein Problem. Die anderen haben es auch noch nicht bemerkt. Wenn sie es jetzt nicht bemerkt haben, doch einer hat es bemerkt. Shit. Okay, ist gar kein Problem. Aber wir können verhindern, dass er den anderen Bescheid sagt. Indem wir eine EMP-Granate werfen auf ihn. Der da weiß nämlich Bescheid. So. Bot Commander. Okay, der muss ausgeschaltet werden. Okay, Jungs, Hardcore auf ihn rauf. Gegner ist schon am Zug? Oh. Hallo? Na, ah, scheiße, genau das ist das Problem. Oh. Okay. Wieso kann ich hier nicht schocken? Keine Munition in Ausgerüstung der Waffe? Alles ist gut, alles ist gut. Wir wechseln auf die Digge.
So, und dann wechseln wir hier auch auf die Dicke. Kaboom! Alles klar. Huh. Noch läuft es einigermaßen okay. Gut, der kann nichts machen, der Typ. Der andere ist ausgeschaltet. Keine Feuerlinie, keine Feuerlinie. Außer Reichweite, keine Feuerlinie. Shit. Untersprinten kann ich zwar, weil die sind nur noch eine Runde ausgeschaltet. Das heißt, die werden höchstwahrscheinlich hochkommen. Das heißt, wir laufen mal hier hin. Nutzen hier mal für mich ein Medikit. So. Und du läufst dann dahin. Hier ist das Problem, ich kann niemanden treffen. Ah, ist doch scheiße. Ich muss hier hinlaufen. Und ich muss nachladen. Einfach auf das Beste hoffen. Ist ja auch ein Pollespot-Vollstrecker, ne? Oder ich laufe weg. Bis wo kann ich denn laufen? Ist das Sprinten? Ah, ich habe ja schon nachgeladen, das ist das Problem. Okay. Keine Feuerlinie, keine Feuerlinie. Keine Feuerlinie. Nee, ich bin da voll am Arsch. Da habe ich auch keine Verteidigung. Ich kann natürlich versuchen, ihn zu töten. Und dann kommen die anderen daher. Aber wir probieren es einfach mal. Scheiß drauf. Oh, nice. Okay, eine Runde muss ich noch überleben. Ah, die sind immer noch eine Runde geschockt, ne? Shit. Und das ist Sprinten. Ah, ich hab die Chance vertan. Aber wir machen das einfach so. Ich laufe hier hin. Overwatche dann. Und hier Overwatche ich auch. Nice. Ernsthaft? Oh. Oh, jetzt kommt der auch noch daher. Ah. Hallo? Overwatch und so? Fuck. Vielleicht hätten wir alle auf der Stelle bleiben sollen. Wie, du Overwatcht? Der auch? Oh, er hat nicht getroffen. WTF? Nein. Shit. Okay, pass auf. Dann müssen die jetzt runter. Okay, das da hinten gefällt mir nur nicht. Ich müsste runter und dem Großkran helfen. Wobei der müsste klarkommen. Komme ich hier runter? Easy zu dir? Nein. Ich müsste von oben irgendwo overwatchen können. Okay, laden wir erstmal nach. Und overwatchen. Gut, keine Feuerlinie. Von hier aus habe ich zwar Feuerlinie, aber es könnte mich umbringen.
Ich probier's trotzdem. Scheiße. Ja gut, das ist kacke. Vor allem komme ich da nicht hin. Oh oh, 5 Runden habe ich Zeit. Wieso läuft der denn runter? Das macht doch gar keinen Sinn. Oder vielleicht können die gar nicht hochkommen. Ja, vor allem verkriecht er sich da. Scheiße. Ich komme da nicht hin. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Ja, wie mache ich das jetzt? Ich habe 5 Runden Zeit, aber es ist nahezu unmöglich, das in 5 Runden zu schaffen. Ich probiere es jetzt trotzdem. Ich habe schon nachgeladen, ne? Nee. Dann gehen wir jetzt mal hier runter. Und Overwatchen. Nee, echt jetzt? Was soll man denn dagegen tun? Oh gut, spring da einfach hoch. Gar kein Problem. Vor allem merkt man gar nicht, dass die Overwatchen. Jetzt verkriecht er sich da, der Bastard, ey. Ungültiges Ziel? Ah, da kommt man nicht mehr hoch, oder was? Doch, mit Sprinten? Wieso mit Sprinten? Das sind 2 Meter. Junge. Ich habe noch einen Molotow, aber das bringt mir nichts, ne? Ja, ich kann ihn verbrennen. Komm, verbrennen wir ihn einfach. Hier. Ich schände auch meine Leiche. Hä? Achso. Okay, guckt euch diese Schweine an, die ver. Oh, jetzt verkriecht er sich da 5 Stunden lang. Oh Mann. Ich fasse es jetzt mal nicht. Der verkriecht sich jetzt. Okay, aber das mit der Molotow-Granate finde ich schon mal ganz nice. So Leute, der Kampf mit den Bots, der erweist sich vielleicht ein wenig als schwierig, aber ich als Mr. Masterplan-Planer, ich werde sie in der nächsten Folge mit all meiner Macht bekämpfen und ihr werdet sehen, wie sie einfach zerfallen. Ciao.